Danke, Leute. Vielen Dank, liebe Bürger von Xenon. Ich bin sehr gerührt, es selbst mit diesem Preis überreicht zu bekommen. Vielen Dank. Danke. Xenon ist nun gerettet. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch alles anders. Während die Bürger von Xenon schön am Feiern sind, brodelt es im Weltall heftig. Eins ist somit sicher, Roger Wilcos Abenteuer ist noch nicht zu Ende. Seit dem Sieg über die Serianer sind einige Monate vergangen. Die Siegesfeier war erstaunlich schnell vorbei und unser Held Roger Wilco wurde auf die Xenon Orbital Station 4 versetzt. Dies ist eine Tankstelle für Raumschiffe und außerdem der am wenigsten begehrtesten Arbeitsplätze im ganzen Universum. Mann, sind die Kisten schwer. Alles muss man hier alleine machen. Wir können echt mal Hilfe gebrauchen hier. Lieutenant, wir brauchen mehr Personal. So geht es nicht weiter hier. Es tut mir leid, es ist nicht möglich. Wir müssen mit dem Personal auskommen, was wir zur Verfügung haben. Ich kann mir das Geld nicht aus den Rippen schneiden. Einige müssen sogar auf ihren Urlaub verzichten. Ich bestimmt nicht. Wilco kann ja auf den Urlaub verzichten. Naja, bis später, Lieutenant Bugs. Ach, Wilco, kommen Sie doch mal bitte rüber, ja? Ja, bitte? Was kann ich für Sie tun? Ach, Wilco, es tut mir leid für Sie. Sie müssen Ihren Urlaub verschieben. Wir haben nicht genug Leute auf der Station. Sie können Ihren Urlaub frühestens in einem Monat antreten. Na toll, wirklich super. Ach, Roger, übrigens, bevor ich es wieder vergesse, Sie haben eine Lieferung von der Kipperzeug Company bekommen. Denken Sie an die rechtzeitige Bezahlung, sonst machen die Ihnen wieder Ärger. Genauso wie beim letzten Mal. Ich habe keinen Bock auf Ärger. Ja, ja, ist schon klar. Immer muss ich die Drecksarbeit machen. Immer ich. Super, super, wirklich. Warum tue ich mir das eigentlich an? Wilco, Sie müssen Ihren Urlaub verschieben. Ich glaube, ich suche meinen anderen Job. Wilco, denken Sie an die rechtzeitige Bezahlung. Unglaublich. Soll man lieber beim Kistentragen helfen? Hey Wilco, musst du mal wieder Überstunden machen? Na? Wirklich, sehr witzig. Hausmeister Wilco, bitte zum Dock 6. Ich wiederhole, Hausmeister Wilco, bitte zum Dock 6. Reinigung von Shuttle 46. Auch das noch. Hallo? Wer ist da? Gute Arbeit. Wilco wird eine Überraschung erleben. Wenn er aufwacht, frisch ihn etwas auf. Er soll spüren, was es heißt, sich mit Sludge Warhol angelegt zu haben. Und was den Angriff auf Xenon angeht, ich will, dass ihr in 2 Tagen startbereit seid. Was war das? Wo bin ich hier?
Hey, du, ich bin so eilig, wir sind noch nicht fertig mit dir. Was wollen Sie von mir? Was soll das? Lassen Sie mich los! Ah, mein Bauch! Ah. Was zum Teufel wollen Sie von mir? Ich habe Ihnen noch nichts getan! Wir haben Rainbow fertig gemacht. Gute Arbeit. Und jetzt bringt ihn zu mir. Wilko will für den Tod der Sariana bezahlen. Wenn wir mit dem Abschaum fertig sind, bringt ihn nach Labien. Aber fliegt in die südliche Gegend. Wird aber keine Überlebenschance. Ja, natürlich, Mr. Fall. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich habe Ihnen noch nichts getan. Verdammt nochmal. Mein Name ist Sludge Warhol. Ich war der Anführer der Sarianer, die Sie vernichtet haben. Glauben Sie mir, ich habe lange auf den Tag gewartet. Wir werden dafür bezahlen, Wilko. Das wird Ihr Ende werden. Meine Männer werden Sie auf Labien bringen. Dort werden Sie keine Überlebenschance haben. Sie werden ehrlich verrecken. In 2 Tagen starten wir unseren Angriff auf Xenon. Dann wird die gesamte Bevölkerung vom Xenon vernichtet, Wilko. Wir haben einen Sterngenerator zerstört. Dafür werden Sie bezahlen. Schnallt ihn ab! Wir fliegen in die südliche Gegend. Dort gibt es keine Rettung für ihn. Es gibt dort keine Nahrung. Er wird verhungern und verdursten. Ha, 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 ha. Jungs, wir haben einen technischen Defekt. Nein! Da habe ich noch mal Glück gehabt. Die Wachen sind tot. Das ist meine Chance. Es muss doch hier jemanden geben. Kann doch nicht sein, dass ich der Einzige auf dem Planeten bin. Oh mein Gott, bitte nicht! Anscheinend haben Verholz Leute Interesse an diesem Mann, ansonsten hätten sie ihn wohl kaum betäubt. Das ist unsere Chance! Wir können Vater aus der Gefangenschaft befreien. Wir machen einfach einen Austausch. Ich werde wohl eine Nachricht schicken. Hoffentlich ist Vater überhaupt noch am Leben. Verholz hält unseren Vater jetzt schon 2 Jahre lang gefangen. Denkst du, der wird überhaupt auf unseren Handel eingehen? Er wäre schön dumm, wenn er es nicht tun würde. Scheint so, als wenn unser Freund hier sehr wichtig für Wohl wäre. Können Sie mir mal bitte sagen, wer Sie überhaupt sind? Das würde mich mal gerne interessieren.
Unser Vater wurde von Waller entführt und wir wollen einen Austausch. Sie gegen unseren Vater, kapiert? Geben Sie uns mehr Gewohnheit, ich bitte euch. Halt, stopp. Wir stellen jetzt hier die Bedingungen, ist das klar? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie meinen Vater freilassen, bekommen Sie den Mann. Wir treffen uns morgen wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Noch etwas. Keine Tricks. Okay, das ist ein Deal. Ich werde mich für euren Vater einsetzen. Wir haben Wilco entdeckt. Man schlägt uns einen Tausch vor. Wilco gegen diese Rebellen. Dumm nur, dass der Gefangene gestorben ist. Wir täuschen einfach den Austausch vor. Ich hoffe für Sie, dass das klappt. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Glauben Sie mir doch. Sie werden auf den Handel niemals eingehen. Das schwöre ich Ihnen. Abwarten, Junge. Und, kannst du was erkennen? Die haben uns tatsächlich reingelegt. Vater ist nicht dabei. Das werden sie bereuen. Oh mein Gott, Jim, nein! Tu mir das nicht an! Du darfst nicht sterben, Jim! Oh, du musst mir nur noch eins versprechen. Versuch, Vater zu retten, okay? Oh nein, Jim! Passen Sie auf! Schnell weg hier! Eine Landebucht! Ich hab's geschafft! Bitte nicht schon wieder! Das Schiff ist programmiert worden! Nein, bitte nicht! Oh nein! Ich steuere geradewegs auf Warlords Basis zu! Alle Waffen zu mir! Halt stehen bleiben! Geben Sie auf, Sie haben keine Chance zu entkommen. Eine Waffe! Nein! Verdammt! Zaha! Das gibt's doch nicht! Warhol! Das war's für dich, Wilco. Endgültig! Nimm das, Warhol! Schnell raus hier! Nein, der Treibstoff ist leer. Nein, was nun?
Hey, ich habe eine Idee. Ich werde mich einfach in die Schlafkammer legen. So verbrauche ich weniger Sauerstoff. Irgendwann wird mich schon jemand finden. Hoffentlich. Ist erneut gerettet und Frau Hall ist jetzt nur noch mit Gott zu Frühstück. Wenn da allerdings nicht ein kleines Treibstoffproblem bei Wilco herrschen würde, jetzt driftet er ziellos durchs Weltall. Was meint ihr? Wird Roger einen Landeplatz finden, bevor ihm der Sauerstoff ausgeht? Ja, wie es so schön heißt, wenn es am schönsten wird, sollte man aufhören. Dann findet es einfach heraus. In Space Quest 3, The Pirates of Astalon. Streets are as white as they can be.